gestorben. Sie gucken in ihrem Handy, gucken sich an, ihre Videos an, und dann fällt der eine oder der Ärmste in den Kanal und kriegt nichts mit. Sind viele gestorben. Einfach nur so, weil sie auf dem Weg sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen angeguckt haben. Die Leute haben deutlich übertrieben, Achikari. Bis dieses Medium jetzt zur Riyah geworden ist. Das heißt zur Augendienerei. Wallahi, geht mal zu Umrah. Geht mal nach Saudiya. Dann siehst du, er sagt, mach jetzt ein Foto. Ich mach Dua. Für wen machst du Dua? Für ein Foto? Oder macht man das für Allah Azza wa Jalla? Und ich persönlich habe eine Sache gesehen, ich habe es nicht geglaubt. Wallahi al-Azim, hätte ich das nicht mit eigenen Augen gesehen, ich hätte es nicht geglaubt. Ich sitze im Haram, in Mekka, und ich war noch müde, weil war nach Fajr. Und ich sehe da nur eine Person, der macht so die ganze Zeit. Ich sage, subhanallah. Ich habe es nicht gesehen. Der hat sich sein Handy vorne hingestellt und hat sich positioniert, so dass er genau im Bild ist. Wen betet der an? Und irgendwann ist sein Handy runtergefallen, mitten im Gebet hat er aufgehört, dann hat es wieder zurechtgerückt und hat weitergebetet. Wallahi, wenn das keine Gefahr ist, was ist eine Gefahr? Was ist eine Gefahr? Du siehst Leute heutzutage an der Kaaba, macht sich so ein Namensschild, als ob ihr Name oder sein Name an der Kaaba steht. Wallahi, der Name von Muhammad s.a.w. steht nicht mal an der Kaaba, dann dein Name. Dann dein Name. Oder manche Leute, der liest Koran vor der Kaaba und der andere fotografiert. Wozu hat dieses geführt, ja, Achikari? Was sind diese Bilder? Ich persönlich hasse diese Sachen. Und ich verabscheue sie abgrundtief. Wenn ich auch nicht an der großen Glocke hänge, ich sage, das ist absolut haram, nein. Aber die Folgen, die daraus entstanden sind, sind doch klar.